Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil der kleinen Serie über Basislösungen von Sinus- und Cosinus-Gleichungen. Im ersten Teil haben wir uns mit 2 mal Sinus x minus 1 halb ist gleich 0 beschäftigt. Da war es so, dass wir hier nur ein x hatten und keine Faktoren um das x herum. Und im zweiten Teil geht es jetzt um Sinus 2x plus 5 in Klammern gleich 0,4. Und nur um mal zu zeigen, dass dieses hier als Repräsentant sozusagen für ganz viele so noch aufgeplustertere Gleichungen herhalten kann, habe ich mal diese Funktion hier, beziehungsweise diese Gleichung hier genommen. Ist ja keine Funktion, sondern ist ja eine Gleichung. Wenn ich das Ding auflöse, muss ich als erstes minus 3 rechnen, denn plus 3 ist auf der linken Seite die weichste Rechenart. Plus 3, dann kommt hier eine 1,2 hin. Und als nächstes, minus 3 natürlich, ne, plus 3 geht hier weg, minus 3 haben wir gerechnet, dann teilen wir als nächstes durch 3, dann steht da Sinus 2x plus 5 ist gleich 0,4. Das bedeutet, dass wir jetzt hier in diesem Teil wesentlich mehr Beispiele drinstecken haben, als man vielleicht am Anfang vermutet. So, jetzt will ich auf das Schema eingehen. Und zwar können wir diese Gleichung ja jetzt nach x1 auflösen. Das funktioniert genauso, wie das hierbei funktioniert hat. Ein kleiner Kinken ist noch drin. Und dann, um x2 zu bestimmen, da hängt man häufig und da habe ich auch gehangen. Da habe ich hier mal was ausgearbeitet, was es glaube ich auch so schon gibt, aber mir war es nicht so bekannt. Jedenfalls, wie man auf die zweite Basislösung kommt, ist im Prinzip keine Zauberei. Und das wollen wir dann auch gleich nochmal checken. Also auflösen nach x1, danach ableiten, diese Funktion hier ableiten. Also diesen Teil nehmen wir dann tatsächlich als Funktion und leiten ihn ab. Dann bestimmen wir die Extremstelle. Das bedeutet auch noch, dass wir die erste Ableitung 0 setzen. Und als nächstes kommen wir dann auf diese Art und Weise relativ zügig zum Ziel. Ich will das gleich mal jetzt mal zeigen und hierbei werden wir dann hinterher mal gucken, wie schnell es wirklich geht. Gut. Auflösen nach x1. Also, hier ist die einzige Verknüpfung noch das Sinus. Also mache ich Sinus um minus 1 bzw. die Umkehrfunktion von Sinus. Na, schön sieht das nicht aus. Arcosinus kann man auch schreiben. Dann steht hier 2x plus 5 ist gleich, ich ziehe das bewusst hier rüber, damit ich hier nicht so in dieses Schema reinkomme, ist gleich, so, jetzt wird schon als erstes mal gerundet, 0,4115 und wichtig, plus 2kπ. Denn wir haben nur das Sinus hier umgeformt und Sinus hat eine Periodenlänge von 2pi und das k kann man dann hier hinterher immer noch schreiben, k Element der ganzen Zahlen. Ja, das ist ganz wichtig dabei, habe ich beim ersten Teil auch noch nicht erwähnt. Das k heißt halt einfach nur, dass wenn wir eine periodische Funktion haben, dann ist die alle pi. Das heißt, dieses Teil hier findet sich hier wieder nach 2pi und hier wieder nach 2pi und hier wieder nach 2pi. Ja, 2 mal 1 mal pi, hier ist es dann 2 mal 2 mal pi und so kann man hier sehen, dass für das k dann immer nur eine ganze Zahl eingesetzt wird. Jede ganze Zahl kann dafür eingesetzt werden, plus oder minus, ist dabei wurscht. Das nur so am Rande erklärt. Das hier werde ich jetzt hier wegnehmen, weil mich das selber jetzt gerade hier stresst beim Schreiben. Gut, muss man normalerweise mit da hinschreiben, aber kannst du auch nochmal deinen Lehrer oder deine Lehrerin vor Ort fragen. Jetzt wird hier weiter nach x aufgelöst. Dann steht da, wenn wir minus 5 rechnen, 2x ist gleich, so, 0,441 minus 5 ist minus 4,588 plus 2kπ. Und jetzt kommt ein Knackpunkt, würde ich fast sagen. Wir teilen durch 2, denn hier steht 2 mal x, dann steht hier x und wir nennen das gleich x1 ist gleich. So, hierbei haben wir noch keine Probleme, das werden wir wahrscheinlich, oder habe ich immer gedacht, das ist ja einfach, das zu machen. Heißt natürlich nicht, dass es wirklich einfach ist, aber den teilen die meisten durch 2. Und hier, das ist ja eine Summe, wir teilen eine Summe durch 2, indem wir jeden Summanden durch die 2 teilen. Also müssen wir auch 2kπ durch 2 teilen plus k mal pi. Das ist im Übrigen auch das, was in der Einführung als Frequenzmodulation am Start ist. Das ist nämlich der Faktor hier vor dem x. Aber dazu kannst du ja auch nochmal den Basisbeitrag reindrücken. So, jetzt sind wir bei der ersten Basislösung. Als nächstes leiten wir diesen Teil hier ab. Sinus von 2x plus 5 soll abgeleitet werden. Und zwar ist das, Sinus wird abgeleitet zu Cosinus.
Das Ganze ist ja eine Kettenregel, kann man auch nochmal sich die Kettenregel zu anziehen, angucken. Cosinus, der innere Teil bleibt gleich und dann leiten wir nochmal den inneren Teil ab und dann haben wir hier tatsächlich die Ableitung davon. Da wir jetzt, ne, damit sind wir hiermit fertig und damit fertig, jetzt wollen wir die Extremstelle bestimmen. Das bedeutet, wir setzen diese erste Ableitung gleich 0. Und da das Ganze eine Nebenrechnung ist für uns, können wir uns auch hier, können wir uns auch die Form sparen. Ja, du kannst es natürlich auch direkt nachher in der Klausur oder in der Hausaufgabe benutzen, aber ich würde sagen, irgendwie, das ist halt eine Nebenrechnung. Aber da kannst du auch nochmal vor Ort fragen. Gut, das Ganze soll nach x aufgelöst werden, also erstmal durch 2. Dann steht hier drüben nur noch Cosinus 2x plus 5 und hier 0 ist gleich 0, bleibt 0. 0 durch 2 ist 0. Gut, als nächstes kommt die Umkehrfunktion von Cosinus. Dann steht da, das will ich mal auf eine neue Zeile bringen. Dann steht da 2x plus 5 ist gleich, die Umkehrfunktion von Cosinus auf die 0 angewendet, ergibt Pi halbe plus 2k Pi. Denn auch Cosinus hat die Phasenlänge oder die Periodenlänge von 2 Pi. Gut, dann haben wir also jetzt noch weiter zu rechnen, minus 5. Dann steht hier 2x ist gleich Pi halbe minus 5, können wir auch erstmal nur so hinschreiben. Dann schreiben wir als nächstes nochmal durch 2, dann steht da drüben x und hier steht Pi Viertel minus 5 halbe oder minus 2,5 plus kpi. Wichtig, habe ich vorhin gesagt, das muss immer mitgeteilt werden. kurz mitgeteilt, ist egal. Das hier ist jedenfalls jetzt xe. Und jetzt können wir, weil das ja eine Nebenrechnung ist, können wir sagen, okay, wir haben xe und dabei interessieren wir uns auch tatsächlich nur für das, nicht für den Teil. Ne? Die Extremstellen wiederholen sich zwar auch alle so und so viel Pi, aber das interessiert uns hierbei nicht, weil wir wollen das hier direkt verwursteln. Also, nach der Formel hier ist x2 gleich 2 mal xe. 2 mal xe, 2 mal Pi Viertel ist Pi halbe. Minus 2,5 mal 2 ist minus 5, minus 2,2942 plus k mal Pi. Das Ganze lässt sich natürlich jetzt ausrechnen. Pi halbe minus 5 plus 2,2942, weil hier Minus und Minus, kommt insgesamt gerundet raus minus 1,135 plus k mal Pi. Und damit haben wir jetzt tatsächlich x1 und x2 bestimmt. Hier einmal und dann können wir nochmal vergleichen, ob wir die Periodenlänge auch richtig gemacht haben bei beiden, ob wir das nicht irgendwo vergessen haben. Und dann sind wir fertig. Jetzt kommt gleich nochmal hier der Teil, damit man nochmal sehen kann, dass man dieses Schema auch wesentlich schneller ohne Erklärung noch durchziehen kann, dass man sich wirklich nur daran hält, dieses Schema durchzureißen. Und dann freue ich mich schon auf Kommentare und ich hoffe, du freust dich auch.